Ich kann dir eins versprechen, 99% ja, der E-Mails zum Beispiel, ja, die du verschickst mit Anhang, White Paper, Reports, ja, der schöne Präsentationen im Anhang, da die da, 99% der E-Mails. Ich würde sagen, ungefähr 85%, wir haben das mal gemessen, sagen wir mal bei 100 Downloads, 85 bis 90% der Downloads. Und ich war selber überrascht, werden nicht gelesen. Ja, die werden vielleicht downgeloadet, aber die werden gar nicht gelesen. Ja, nicht gelesen. Das heißt, ich mache das genauso. Wir arbeiten da genauso auch mit unseren Kunden, dass wir sagen, ja, wenn wir einen Auftrag haben, hier Kaltakquise zu machen über das Telefon, verschicken wir natürlich immer diese gewünschten, die dann teilweise auch gewünscht sind. Ja, schicken Sie mal das und das und das. Aber 9 von 10, selbst wenn wir mit denen bereits telefoniert haben, 9 von 10 Personen, wenn wir dann nochmal anrufen und sagen, haben Sie es gelesen, sagen die nein. Oder sie sagen, ja, aber dann fragst du nochmal nach und dann sagen die, ja, gut, so genau habe ich es dann doch nicht gelesen. Ja, also könnten Sie mir nochmal schicken, bitte, oder so, ja, oder Sie finden es gar nicht mehr. Kurzum, long story short, ich kann dir eines sagen aus Erfahrung, bitte. Ich mache hunderte von Gesprächen, tausende von Gesprächen im Jahr und auch E-Mails-Versendungen und Versendungen von White Papers und so weiter und Follow-ups. Ja, und das Wichtigste, ja, also der Umsatz, der liegt im Telefonieren, ja, im Telefongespräch und nicht in dem Anhang, in dem White Paper und so weiter, egal wie gut er ist, weil in den häufigeren Fällen überhaupt nicht gelesen wird. Wenn du dann natürlich weiter bist, du hast den ersten Sales Call gemacht oder den ersten Qualifizierungscall über Teams und so weiter und dann geht es ans Eingemachte, ganz konkret, ja, in die Anforderungen rein und so weiter, ne? Und du erstellst dann vielleicht irgendwie ein Dokument, was so also mal eine Analyse oder Potenzialworkshop sozusagen anbietet, ja, wo man dann so mal zwar ein, zwei Tage, der vielleicht bezahlt ist sogar für 4.000 Euro. Ja, der wird dann natürlich schon gelesen, ist ja klar. Ja, das Commitment ist ein ganz anderes und insbesondere wenn es ein bezahlter Workshop ist, ja, dann sind wir aber schon ein, zwei, vielleicht sogar drei Schritte weiter. Wir reden hier noch ganz am Anfang einer Kaltakquise, da haben die Leute, ich weiß manchmal nicht, gar nicht warum eigentlich, ja, aber die Leute lesen das Zeug einfach nicht. Die haben einfach nicht den Nerv, die Zeit. Es ist anstrengend. Leute sind unheimlich bequem. Ja,